Kooperation von Treffpunkt Rutnergasse, den Mitarbeiterräten und der Initiative Kreatives Basteln fand wiederum ein Familiennachmittag im Bewohnerinnenzentrum in der Rutnergasse statt. Zahlreiche Familien hatten sich eingefunden, um einen netten und gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Ja, und was ist ein Kindernachmittag oder ein Familiennachmittag ohne Unterhaltung? So ist der Kasperlbus der Wiener Kinderfreunde vorbeigekommen und der Kasperl hat die Kinder auf seine Abenteuer mitgenommen. Ja, und nach den Abenteuer des Kasperls, da war Martin Giebner an der Reihe. Martin Giebner, Leiter des Vereines Boxing 3 Gym, er zeigt die Tricks, mit denen man sich in kritischen Situationen verteidigen kann. Ja, und diese Vorführung war nicht ganz ohne Grund, denn für den Jänner 2016 ist im Bewohnerinnenzentrum unter Ehrenschutz der stellvertretenden Bezirksvorsteherin Ilse Fitzbauer und in Kooperation mit dem Mitarbeiter der Siemensstraße, Adolf Bottlersack, ein Kurs für Selbstverteidigung speziell für Frauen und Kinder geplant. Okay, wir haben ganz tolle Vorführungen gesehen, Selbstverteidigung, ganz wichtig, wichtiger denn je, kann man sagen. Ne? Mhm. Ich habe gesehen, es ist für Frauen und für Kinder, ist das speziell das Programm entwickelt für Frauen und Kinder? Ja, also für die Kinder ist speziell ein Grundlagenprogramm an Kampfsport, wo Motorik, Konzentration und auch, was speziell dann ist, ist die Wertevermittlung, speziell für die Jugendliche, wo man halt durchnimmt, was mache ich bei Mobbing, was mache ich im Brandfall, was mache ich mit Umgang mit Fremden speziell. Das kommt dann auch speziell dazu. Und die ganzen Grundlagen gelegt werden für die Bewegung, Motorik, ganze Partnerübungen und natürlich spezifisch eben Karate oder die spezifischen Kampfsport halt noch dazu. Mir ist aufgefallen, da dürften mehrere Kampfstile vereint sein bei den Techniken, ist das richtig? Ja, also das eine ist halt für die Selbstverteidigung, kommt sehr viel aus dem Kung Fu und Karate, wobei das alles sich selber schneidet. Also egal welcher Stil, die Grundlagen vom Körper, es ist immer, man geht dann später aus von der Motorik, was kann ich bewegen, von der Psyche, vom psychischen Zustand, was man auch lernt mit der Atmung, was mache ich in einer Stresssituation, wie stelle ich fest, was kann ich bewegen und so weiter. Das wird noch wieder extra mitvermittelt, weil man sonst die Technik nicht anwenden kann. Und wo kann ich mich hinwenden? Also ich habe, sagen wir mal, ein Kind oder für meine Bekannte, die möchte gerne Selbstverteidigung machen. Wo kann ich mich dabei euch hinwenden? Wir haben selber einen Kampfsportverein im dritten Bezirk, der heißt Boxing 3 Gym, da eben speziell für Kinder, Jugendliche, Karate und auch Kick, Thai-Boxen für auch Kinder und Jugendliche angeboten wird, sowie Erwachsenenkurse, speziell Frauen, Selbstverteidigung eben auch, da haben wir auch einen Bereich und zusätzlich noch hier im Zentrum ist jetzt geplant, dass wir einen Kurs starten speziell für Frauen, Selbstverteidigung für Frauen und zusätzlich halt auch für Kinder. Es hat ja mehrere Zwecke. Es hat ja erstens den Zweck der Selbstverteidigung und eben vor allem auch bei Jugendlichen kann ich mir vorstellen, ganz gut auch für die Aggressionsbewältigung. Ist richtig, genau. Also das ist eigentlich vor allem die ganze Energie, die auf sich aufstaut halt, die nicht ganz nicht bewegt werden kann im Schulbetrieb oder die kann man da sehr gut rauslassen, aber auch gleichzeitig der Umgang, weil man lernt zu schlagen und sich zu verteidigen, aber auch die Wertevermittlung, das muss dann nicht eben missbraucht und auf der Straße macht oder eben, wenn man emotional gerade sich ärgert oder in Stress kommt, das ist sehr wichtig, dass man das mitlernt.